Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Firma Enster hat mir eine Sicherheitskamera oder Outdoor-Kamera zur Verfügung gestellt. Und dann würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro. Nochmal einen vielen Dank an die Firma Enster. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Die haben ganz viele Produkte, auch Zubehör, alles was für Sicherheitskamera oder Überwachungskameras zu tun hat. Geht auf den Link in meiner Videobeschreibung, dann könnt ihr euch alles ansehen und dann würde ich sagen, packen wir das jetzt mal aus. Einmal ein Handbuch, eine sehr große Kamera, da kommen wir aber dann später zu. Ein Netzteil, das ist hier Zubehör, das ist eine Dichtung und so weiter und so fort und Befestigungsmaterial. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns weiter an. Ja, hier haben wir ein wasserdichtes Netzteil. Das ist ein 230 Volt Anschluss, der kommt nach draußen. Auch dafür gibt es eine Verlängerung, das verlinke ich euch alles. Das ist, um hier einiges abzuisolieren. Hier ist einfach so ein Stopfen drauf. Den können wir hier so, das ist eine Kappe besser gesagt. Dann gucken wir uns einmal die Bedienungsanleitung an und dann kommen wir zur Kamera und dann richten wir das gemeinsam ein. Das Schöne ist, ja, auch hier ist es auf Deutsch und hier gibt es dann klar auch Kundenvorteile, Verlängerungskabel, Micro-SD-Karte, also eine Speicherkarte, ist nicht dabei im Lieferumfang oder 180 Tage mehr Garantie. Das ist die Kamera. Hier ist nur ein Objektiv oder eine Kamera dran, aber mit vielen LEDs drumherum. Da kommen wir natürlich auch hinzu. Weiße Lampe, Kameraobjektiv, Infrarotlampen, Reset-Taste. Das schauen wir uns gleich direkt an der Kamera an. Hier ist der QR-Code, um über ein Android oder ein Apple iPad Smartphone die App runterzuladen. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Und dann hier, wie man das einrichtet, was man alles so machen kann. Ja, wie bei jeder Sicherheitskamera muss ich denn den QR-Code in die Sicherheitskamera halten, damit denn das auch mit dem Netzwerk verbunden wird, dass man mit dem richtigen Netzwerk zusammen ist und nicht mit dem externen oder mit dem Fremden. Und so sieht die Kameraeinstellung aus. Echtzeit-Vorschaubild. Was natürlich auch wichtig ist, Videokodierformat ist H265 oder H264. Und im größten Format 2560 mal 1440 zwischen 1 und 25 Bilder pro Sekunde. Das ist schon nicht schlecht, das reicht auch in den meisten Fällen aus. Und dann, mit wem ihr es installieren könnt, iOS oder Android, obwohl ihr das auch über einen Browser verwalten könntet. Kann verbunden werden mit Amazon Echo oder mit Google Home. Fehlerbehebung und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Kamera an. Hier haben wir na klar zwei starke WLAN-Antennen. Hier haben wir noch die Schutzfolie drauf auf der Linse. Nehme ich mal runter. Hier ist so ein Lichtsensor. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich komme mal dichter dran. Und dann sind hier die Infrarot- und die weißen LED-Leuchten. Hier haben wir einmal die Schutzkappe weg. Das Fach für die Speicherkarte. Und das müsste eigentlich in die Reset-Taste sein. Hier fehlt so ein kleiner Schutz.
macht also soweit einen recht guten Eindruck. Hier können wir dann klar auch wieder ein LAN-Kabel anschließen. Das ist der Anschluss für das Netzteil oder also Strom. So, das ist das Netzteil. Ihr seht, dass das rot leuchtet. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das blinkt eben gerade auch auf. Das ist hier für das Netzwerkkabel. Ja, ihr habt das gerade gehört, soll eingerichtet werden. Weil wir wollen ja klar auch mal wissen. Ja, machen wir gleich. Wählen wir mal 5 Sekunden gedrückt halten. Wir laden jetzt gerade die App runter, beziehungsweise ist jetzt gerade. Wollen wir mal öffnen, wie die aussieht. Und hier können wir dann klar, möchte ich Mitteilungen haben, ja oder nein, ich erlaube es nicht. Kritische Hinweise im Sperrbildschirm kann man erlauben, machen wir jetzt auch einfach mal so. Nein, wir müssen ein neues Konto erstellen. Und dann registriere ich mich mal ganz kurz. So, wir haben es geschafft, dass ich jetzt zum QR-Code komme. Dann bin ich gespannt, wann ich das Signal höre. So, ich habe den Signalton oder Quittierton gehört. Hier könnt ihr es jetzt sehen, ist verbunden. Und jetzt müsste gleich ein Live-Bild kommen. Kann jetzt ein bisschen dauern. So, jetzt seht ihr die Schautafel. Ich gehe mal mit meiner Hand da links. Oh ja, das geht auch sehr flott mit 111 Kilobit pro Sekunde. Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Hallo? Ach so. Erlauben? Ja, hallo bitte. Hallo, bitte. Könnt ihr mich verstehen? Gut, es gab eine kleine Rückkopplung. Ihr müsst dann halt die Taste gedrückt halten, sage ich mal so. Und wenn ihr jetzt hier über die App steuert, dann könnt ihr die Kamera bewegen. Hoch, runter, links, rechts, mittig. Jetzt haben wir mal ein bisschen vergrößert. Und dann haben wir hier auch nochmal so die einzelnen Punkte. Da könnt ihr ein bisschen feiner justieren. So, jetzt kann ich ein Bild davon machen oder eine Videoaufzeichnung, sofern ich an der klar auch eine Speicherkarte drin habe. Die habe ich leider jetzt nicht drin. Die würde sich jetzt automatisch in der Galerie ablegen. Ich halte jetzt mal die Kamera so, wie sie ja an der Wand montiert sein sollte. Übrigens, das ist die Reset-Taste. Also wenn ich jetzt hier die Schutzkappe wegnehme und ich drücke jetzt hier drauf, dann kann ich die Kamera neu einrichten. Also wird nur in HD oder in SD-Qualität übertragen oder auch gezeigt, was ich persönlich aber gar nicht mal so schlecht finde. Es ist fast latenzfrei. Also klar, es gibt eine kleine Zeitverzögerung, aber ich finde das richtig, richtig gut. Also richtig, richtig gut. Also das ist jetzt schon die dritte Kamera, die ich von Insta teste. Was ich nur schade finde, ist, dass ich für jede Kamera eine eigenständige App haben muss oder sollte. Aber ansonsten, also von dieser Kamera bin ich echt begeistert. Über die Farbe kann man da diskutieren. Ja, und dann hoffe ich, wenn das Wetter mitspielt, dass ich die mal draußen richtig testen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.